bei dem Einkampf. Ja, gut. Ich habe mich aufgeladen. Wir stehen wieder kurz vor dem nächsten Gegner. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Gegnermasse, Level 25. Ja, später. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Kampf. Diesmal sollten wir es ja schaffen. やっと気上がったか。センサ、こら、クリンたちも分けてやってくれ。こいつらは、ほら一人で片付ける。やるか。ゴミ虫が今さら増えたところで何にも変わんねえぜ。おめえはおらに勝てねえ。 So, erstmal 101.000 für Vegeta und nochmal 77.000 für Son Gohan. Was? Ich dachte, ich bin jetzt ausgewichen. Oh oh. Weg, weg, weg. Gar nicht ausgewichen hier. Ist schon schlimm hier. Oh oh. Ja, bei dem weiß man immer nie, in welche Richtung der angreift hier. Hat ja immer zwei Richtungen hier. Und weg mit dir. Was? Wo ist er? Nein, Abwehrbrecher. Echt jetzt? Alter, das gibt's doch nicht. Der weicht ja jetzt richtig übel aus. Nein! Direkt rein. So, und weg. Das war nicht ganz so easy.
Ja. Tja. Das war's. サイヤ人の戦闘レベルを明らかに超えている。あいつ、一体どんな訓練をしやがったんだ。まさか、伝説は本当だったのか。一千年に一人現れる、どんな天才戦士も超えられない壁を超えてしまうサイヤ人、スーパーサイヤ人なのか。どうするお前たち。 とっとと自分ちの星に帰るか。それともこいつみてえにぶっ倒されてえか。聞いたか、バーター。あのおとぼけ野郎がまたあんな寝言をほざきやがったぜ。ああ、どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしているようだぜ。油断したリクームと妙な偶然がただ叶っただけなのによ。ない。<laughs> Ich bekomme nicht mal eine Verschnaufpause hier, Mann. Mann. Abwehrbrecher, ist klar. Okay, ich kann auch nichts machen hier. Oh oh. Hui, was für ein Angriff war das denn jetzt hier? Ich wollte gerade einen Angriff starten. Meine Güte hier. Die sind ja richtig agil, die Viecher. Au. Das war jetzt auch ein bisschen eingeblödet. Alter, lass mich in Ruhe. Ich kann mich hier nicht bewegen. Ey. Bata, du nervst. Oh oh. Ich finde diesen Zeitlupeneffekt immer ein bisschen interessant hier. Alter, das gibt's doch nicht. Kein Energy Drinks mehr? Okay. Warum auch immer? Boah, ich bin doch ausgewichen. Mist! Oh, Mann!
Ich habe schon wieder keine Energy Drinks. Ich habe doch erst nur einen verwendet. Ich hatte doch zwei. Oh oh. Ja. Alles klar. Mist. Oh, schon wieder gelähmt. Ui. Lass mich in Ruhe. Geschafft. Alter, das war eng. Das war richtig eng. Stufe aufgestiegen. Yay. Puh.攻撃のほんの一瞬だけ急激に動力を高めているんだ。おそらく無駄なエネルギー消費を避けるために、あまりにも短い一瞬なのでスカウターでも拾い切れていないだろう。とてつもない戦闘力だ。なぜあいつにあんなパワーが。これで分かっただろう。無駄な戦いはやめて、この星から。 悪夢だ。超エリート部隊の俺たちが、でもわしも出せないま、やられるなんて。チュース。貴様の甘さにはヘドが出そうだぜ。なんで奴をみすみす逃がしたんだ。どうやら貴様は完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな。スーパーサイヤ人？圧倒的に強くなったのが自慢らしいが、 Ja, Frieza ist ja auch eigentlich nicht der Plan, oder? そういうことだ。フリーザの強さはおそらく貴様の想像をはるかに超えているぞ。 いくらなんでもちょっと大げさじゃないか。見ただろ、今の悟空の凄さを。あいつらが手も足も出なかったんだぜ。悟空勝てるやつなんているもんかよ。だったら戦ってみるんだな。おまけにフリーザは今頃ドラゴンボールで不老不死を手に入れてしまってはずだ。 いや、あいつはまだ願いを叶えてはいないと思う。なんだと？なぜ分かるんだ？もしここのドラゴンボールも地球のと一緒なんだったら、シェンロンが出る時に暗くなるはずだろ。だが、さっきから明るいままだ。多分、ダなんじゃないかと。シェンロン？シェンワス？なんだ、そいつは？ ドラゴンボールが揃うと何かが出てくるのか。そうか、分かったぞ。あいつは相手は知らねえんだ。まだオラたちの願いを叶えるチャンスが残ってる。やったー。ん？二つの戦闘力が近づいてくるようだ。お前の逃がしたジースがギニュー隊長を連れてきたぞ。 待てよ、フリーザはどこだ。ギニューのやつがドラゴンボールを持って行った宇宙船にいたはずだが、あっちの方角に強い気を感じる。多分そいつがフリーザだろう。あの方向は大変だ。最長老さんのところだ。まずいぞ。フリーザのやつ、 願いが叶わないから直接最長老さんに聞き出しに行ったんだ。あいつが願いの叶いからを聞き出したら、絶対に最長老さんを殺しちゃうよ。最長老さんが死んじゃったらドラゴンボールもなっちゃうの知らないんだ。なんだと。よし、
クリリンとご飯はドラゴンボールを取り消してくれ。オラとベジータ、あいつらを食い止めておく。わかった。早くしないと最長老さん殺されちまうからな。ドラゴンレーダーをプルマさんのところに取りに行かないと。ああ、そうだな。よし、行ってくれ。気ぃつけてな。頑張れよ、悟空。 Vegeta, na, spielen wir jetzt wieder Son Gohan? Nee, tatsächlich noch Son Goku. Okay. Na gut. So, das heißt, wir müssen eigentlich dahin. Ey, dann können wir ja jetzt endlich dieses Raumschiff hier platt machen. Sehr gut. Das ist sehr gut. Weil das ist ja relativ in der Nähe. Ah, aber erstmal das hier einsammeln. Die Medaille. Frieza und Ginyu tachi mo uchuusen ni inai to naruto. Ima soko ni wa dare mo inai to iu wake da na. Tja, mal gucken. Da vorne sehe ich sowas wie ein Time Attack Orb sammeln. Mal gucken, was wir hier gleich sammeln. Grüne. Na gut. Ja, schön. Gut, dann sammeln wir uns das Ding dann noch ein. Mann, ist das jetzt dein Ernst? Da hinten ist was. Da hinten ist noch was. Da drüben gibt es noch mehr. Alter. Ich sollte mal anfangen, hier ein bisschen was zu sammeln. Was kommt rein? Was? Hüsa-Armee-Soldat, Knister, Alpha-Team, hört ihr mich? Ein Riesenfisch zu euch. Herein, verdammt! Keine Antwort! Das heißt wohl, es ist egal, was wir sagen. Gebt uns mehr Geld, wir bekommen zu wenig für diese Arbeit. Ach, das ist ein Scouter! Das ist ein Scouter! Nicht einfach mal so ein Scouter rum. Okay. Warum auch nicht? Ah, so, da hinten gibt's noch was zu einzusammeln. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Quark. Okay, Frosch. Armee, alles klar. Mehr als Quark wird man doch hier nicht verstehen, oder? Ist doch nicht wahr. Ah, oh. Okay. Hä? Scheint wohl eine Brutstätte für Frösche zu sein. Wir sollten aufpassen, wo wir hintreten. Ah. Keine Ahnung, was das jetzt genau war, aber passt schon. So, wir hatten doch noch mehr da drüben. Bei dem Felsen. Ja. Ja, damit. Noch eine Medaille, sehr schön. Wie sieht's aus? Ihr seid Stufe 23. Na, wollt ihr wieder was von mir? Mal gucken, ob es wieder klappt. Nee, die wollen tatsächlich kämpfen. Verdammt.
So. Knapp 3000 Erfahrungspunkte. Ja, gut. So. Ja, da unten gibt es auch ein bisschen was an Zeugs. Irgendwie da so, ja. Gucken. Was gibt's denn hier so? Eier? Okay. Oh, ich wollte das Ding da noch einsammeln. さっぱよくも舐めた真似をしてくれたな。義乳隊長自ら制裁を加えてくださるぞ。なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。そうなんですよ。妙でしょ。愚か者。スカウターの数値だけを見ているからそういう間抜けな目に遭うんだ。おそらく 瞬間的に戦闘力を大幅に上げるタイプだ。俺の見立てではあいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。6万？そんなサヤ人は聞いたことが。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。よし、行くぞベジータ。おめえはもう一人のやつを倒してくれ。 カカロットとギニューの実力はほとんど同じぐらいと見た。うまくいけば2匹とも潰し合ってくたばってくれるかもしれん。思い知らせてくれる。あばよカカロット。いやちょい。ベジータ。行くぞ。オッケー。じゃあ2人合わせ。 この登場で悪いわ。一気に貸してもらうぞ。このギリュー様、すぐにその腹っ柱を変身よってやろう。こいつ天井にできるよ。あいさつミスや。あお。 Oh oh. Hat doch etwas zu lange gedauert. Ich komme hier wieder mal nicht weg, ist klar. Au. Mann, 2 gegen 1 ist so unfair. Lass mich in Ruhe. Warum konnte ich jetzt gerade keinen Angriff starten? Oh, mit einem Angriff. Ich bin gelähmt. So, das war genial. Jetzt nur noch Cheese und dann haben wir das Ding eigentlich schon gerockt. Falsche Technik. Nein.
Na komm, das packen wir doch. Das wäre doch gelacht. Falscher Angriff. Au. Schick ich dir. 246.000. Nice. Tashika, Vegeta mo sonna koto itte ta. Nan no koto ka sappari wakannai kendo yo. Super Saiyajin. Densetsu no Saikyo-senshi. Komm, so legendär ist er nicht. Nan toyu koto da! Frieza-sama ga tada hitotsu osorete ita. Super Saiyajin nano ka? さあな。剣道よ。俺は無駄な戦いはしたくねえんだ。悪いことは言わねえ。おめえたち、この星から消えてくれ。なんだと。貴様、本気か。本気だ。無意味におめえたちを殺したくねえ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。 そうか。貴様はスーパーサイヤ人になりきれていないようだな。だが少なくともこの俺様よりははるかに強い。なぜは。チェイス、俺のスカウターを持っていろ。 So, einmal Körpertausch. Ja, Son Goku gegen Riku, nur S-Rang, die anderen beiden A-Rang. Ja. Insgesamt A, ist klar. Ja, es war eigentlich zu erwarten, dass das hauptsächlich an erlittenen Schaden lag. Na gut. Aber mit jedem Kampf habe ich eine maximale Kombo mehr. Das ist toll. Na gut. Egal, wir haben es geschafft. Nande Oraga Soko ni iru nda. Koukan sasete morase. Kisama to ore no karada o. Ginyu Taichou, Scouter o. O. Yoshi, Uchuusen ni modoru zo. Frieza sama mo modotte korareru kamo shiren. Aitsu ga 自分を傷つけたんは、このためだったんか。まずいぞ。このままだと、俺、いや、あいつらと部員たちが鉢合わせする。待て。うまく地球に帰っても。 また父に怒られそうだな。こんな感じになっちゃって。 Ist so Goku mit Hörnern, ne? Oh, Mau. Koko kagitsukerareta yō desu. Mō sugu soko made. Itte o age nasai, Dende. Ano chikyū no hito tachi wa あなたを拾おうとしています。わかりました。最長老様、どうか死なないでください。いいでしょう。塵の一粒くらいは放っておきますか。
Ach, wenn der wüsste. ドラゴンボールを集めてある願いを叶えたいものですが、ドラゴンボールは7個すべてを揃えたのですがね。どうも願いが叶わないようなんですよ。 Los Enzo-Bohne, genau, und dann die lebende Enzo-Bohne, ne? Eieiei, ist ja böse. Ganz doll böse. Aber ich finde das ganz nett hier. Ende, die lebende Senzubohne. Sokode, oshiete hoshii no desu. Dou sureba negai o kanaerareru no deshou ka? Okaeri negao. Jaku na mono ni oshieru koto wa dekinai. Sumao ni hanashita hou ga ii to omoimasu yo. Anata o korosu gurai wake wa arimasen. お二人いらっしゃるんでしょ?どちらかの人から聞き出せばいいことですから。では、そうするがいい。だが、戦う前にこれだけは頭に焚き込んでおけ。家の中におられる最長老様は、ドラゴンボールを作られたお方だ。もし最長老様を殺せば、ドラゴンボールも消えてなくなるぞ。ん? 頼んだぞ、ネイル。できるだけ時間を稼いでくれ。わかりました。なるほど。ですが、あなたが殺されそうになっては、最長老さんも言わないわけにはいかないでしょう。そうたやすく倒される最長老様は寿命が近い。 ここで戦って巻き添えを食らわれてはお前にとってもまずかろう。Sei jetzt nicht mehr und spielt jetzt gleich Nail. おお、これはすごい。 戦闘力42000まで上がりましたよ。参考までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数をお教えしておきましょう。私の戦闘力は53万です。ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく。 Okay, man spielt doch noch nicht Nail. Aber das wäre es jetzt auch gewesen, mit Nail plötzlich den Kampf zu machen. Hey, ei, 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 ei. Dragon Ball ga miataran. Doko ka ni kashita ka. Freeza ga motte itta no ka. Dochi ni shitemo, chikyūjin domo ga ano myōna kikai de mitsukeru daro. それまでは戦闘力をうまく消して、奴らに俺がここにいるバレないようにすればいい。あのチビどもがシェンロンとやらを呼び出したら、奴らを始末して、俺の願いを叶えさせてもらうぞ。奴らは間もなく来るはずだ。今のうちに戦闘服を新品に変えておくか。 Ja, deiner ist auch ziemlich ramponiert. Kuririn-san, atchi no okko desu. Yoshi, gohan, isogu zo. So, ich kann wieder frei fliegen. Hol die restlichen Dragon Balls aus dem Raumschiff. Dragon Ball wa 7ko atsumatteru mitai desu. Yoshi, chance da. Mal gucken, haben wir jetzt eventuell die Möglichkeit, uns ein bisschen auszutoben? Weil bis jetzt war es immer so ein bisschen eingeschränkt, wo wir hin konnten. Oh, was haben wir denn da unten? Okay. So, ich muss aber erstmal kurz nachgucken, wie es bei Son Gohan jetzt
gerade steht. Superfähigkeiten, warum wollte ich hin? So, da ist noch nichts, da ist noch nichts. Nix, nix, nix. Toll. Ist ja echt toll. Okay, das dauert noch ein bisschen. Alles klar, das dauert auch noch ein bisschen. Ja, den ganzen Rest brauche ich mir noch gar nicht weiter anschauen. Fähigkeiten bei Krille. Oh ja, da tut sich schon wieder ein bisschen was. Das ist gut. Also, Krillin ausbauen. Enorme Kraftstufe 2. Und gnadenlos. Schön, schön. So, gleich mal in die Auswahl. Super Angriffe. Ja, gut. Kommen wir mehr, ist schön. Aber mit dem Destructor Disc sind wir doch besser dran, weil das Ding quasi schön verfolgt. Gnadenlos. Perfekt. Schön. Konnte man bei Gohan noch irgendwas eigentlich in Wissen machen? Nö, mit Wissen sind wir auch schon voll. Ja, dann passt das doch eigentlich. Gegenstände. Energie, Ergänzungsmittel Alpha, Heillimonade, 10% TP, 30% TP. Ah je. Hauptgegenstandsort, Lebensmittelhändler. Oh oh. Ganze Knochenbraten. Tja, schwierig, ne? Ich muss unbedingt mal herausfinden, wie man hier das ganze Geld steigert. Gut, das heißt, ich brauche hier gar nichts machen, weil jetzt ohnehin keine Fertigkeiten zur Verfügung stehen. So, komme ich jetzt endlich daran. Sieht gut aus. Na, komm schon. Ja, okay, ging wieder nicht. So. Na komm, das ging doch richtig gut. So, ein Stück nach oben. Das hier. Weg damit! So. Schön. Ist das herrlich. So. Ja, da oben ist ja das Haus vom Oberältesten. Theoretisch müsste ja hier irgendwo in der Nähe auch dieser Kampf stattfinden. Weltkarte geht leider nicht. Schade. Schon ein bisschen schade. Na, mal gucken. Einfach mal da so hin. Ich bin immer noch ziemlich eingeschränkt, wo ich hin darf. Toll. So, da ist Hauptquest. Ja, mal gucken. Waren wir hier drüben schon? Ich glaube noch nicht. Einfach mal generell schauen. Da liegt sogar was, na bitte. Da will wieder was von mir. Na gut.
Und tschüss. 3000 Erfahrungspunkte. Na ja, komm, das lohnt sich doch schon wieder fast. Dann kann man ja gleich mal kurz was gucken. Wie viel braucht der Mainz und Gohan eigentlich noch? 50.000, ne? Eieieiei. Ist schon noch eine ganz schöne Hausnummer hier. Was sind wir hier? Superheiliger Text der Kampfkunst, okay. Achso, was ich noch nicht gemacht habe. Wieso komme ich auf die Karte? Ich drücke doch die ganze Zeit dahin. Die Community. So, Community Board. Ich glaube nämlich so langsam ein bisschen zu verstanden zu haben, wie das ganze Ding hier eigentlich funktioniert. Na, ich sollte auf jeden Fall erstmal zusehen, dass ich die ganzen Lieder erstmal ein bisschen nach oben packe. So, wir sind hier bei Z-Stufe, das heißt wir machen Z-Fertigkeit irgendwie nach oben. Müssen wir erstmal gucken, welcher hier ist. Ah, hier. Heiliger Text der Kampfkunst. Hab nämlich gelesen, habe schon mich ein bisschen informiert, dass man auf jeden Fall als erstes die ganzen Lieder hier ein bisschen hochstufen sollte mit diesen Dingern. Weil das durchaus von Relevanz haben könnte. Gibt's hier nicht noch irgendwas anderes hier außer den da? Superliga Text? Ja, alles klar. Und 70! Karte Nummer 2! Ich würde dann ganz gerne erstmal diese Punkte so nach oben pushen. Von den Hauptliedern. Ja, diese plus 2, die bringen ja eigentlich kaum wirklich was. Aber immerhin, Kleinvieh macht ja auch Mist, wie bekannterweise, ne? So, jetzt müssen wir noch gucken. Z-Krieger-Fähigkeit hier. Sehr schön, Karte Nummer 9. Kann man jetzt eigentlich noch weiter Z-Kriegerfähigkeiten ausbauen oder macht das jetzt eher keinen Sinn mehr? Ist das jetzt gerade nach oben gegangen? Alle Fähigkeiten plus 8, Alter. Und Freischaft plus 20. Okay, die Dinger sollte man auf jeden Fall irgendwie weiter verwenden. Silber. Gottfähigkeit, Erwachenfähigkeit, ja, keine Ahnung. Ah, Erwachsenenfähigkeit, nicht Erwachen. Meine Güte, was lese ich da wieder für ein Mist? Und Maximum. So. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt überhaupt was gebracht hat. Kann ich jetzt alles nicht so genau sagen. So, die hier war, glaube ich, Lieder, ne? Ich glaube, ja. Wir sind jetzt beim Kochen. Erwachsenenfertigkeit, Entwicklungstraining, Kochfähigkeit. Hier, romantische Schürze. Ja, super. Kochfertigkeiten, klar. Hui. Doch mal ein bisschen was auf Kochen. Und noch mal was auf Kochen. Und Stufe 70. Also 70 Hertz, keine Ahnung. Tja, sieht doch gut aus. Dann müssen wir kurz gucken. Bei Son Goku haben wir das Ding auf 100%. Ja, das Ding ist auf Max, alles klar. So, Meister Kaio. Kampferfahrungspunkte, Nahkampfabwehr. Ja, wenn man das hier ein bisschen noch ausbauen könnte, wäre schön. Meine, haben wir nicht noch irgendwo so Leute noch nicht gesetzt?
Ah, hier, stimmt. Den hier hat man noch gar nicht. Was macht der denn eigentlich so gut? Der ist auf der Karte. Bei der Karte, das ist hier hinten. Genau. Ja, Chirui als Leader vor allem, ne? Ich habe leider keine Ahnung. Ich pack den da jetzt einfach erstmal hin. Ja, Jirobi. So, das Vieh. Wir sind hier auf was? Wir sind hier auf Abenteuer-Community. Das heißt, ich sollte hier auf den ein bisschen auf Abenteuer boosten. Lass mal gucken hier, was ich hier auf Abenteuerfertigkeit. Hier, Silberkompass. Alles klar. Abenteuerfertigkeit. Immer schön nach oben. Auch die Freundschaft ein bisschen. Abenteuer, Abenteuer, Abenteuerfertigkeit. Hier, der Bronzekompass. Toll. Na komm, mindestens die 60. Fehlt nur ein blöder Punkt. So. Hinzubrunsam. Ja, sollte erstmal reichen für den Anfang. Was machen wir mit Mutenroshi? Der ist auf Erwachsene. Alle Fähigkeiten ist natürlich toll. Alter, Freundschaft 15. Hier ist es richtig irre, was man hier so reinkriegt. Tolles Buch für Erwachsene. Und normales Buch für Erwachsene, okay. Ja, diese kleinen Dinger sollte man vielleicht erstmal gut verwenden. Weiß man nicht so richtig, wie das genau hier funktioniert, aber auf jeden Fall habe ich halt gelesen, dass man die Dinger auf jeden Fall ein bisschen aufwerten sollte. Das soll irgendwie von Relevanz haben. Hab zwar noch keine Ahnung, was genau damit gemeint ist. Hab da nicht so genau nachgelesen. Aber irgendwie so war da was. So, sollte erstmal passen. Oppo, du bist hier auf... Oh Gott, was für ein Götter-Community, okay. Götter-Community, mal gucken. Training, Entwicklung, Gottfähigkeit. Hier, Stoffpuppe, Meister Quitte. Alles klar. Stoffpuppe, Meister Quitte. Auch der letzte schon hier, ne? Training, Entwicklung, Gottfähigkeit, Stoffpuppe, Shenlong. Alles klar. Hui! Oh, komm schon. Stoffpuppe, Shenlong. So. So, dass ich mindestens eine entsprechende Freundschaftsstufe immer drin habe. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, Entwicklungsfähigkeit. Eieiei, nicht schlecht. Entwicklungsfähigkeit hier. Boah, wie 70. Eieiei. Ja, für Entwicklung habe ich jetzt nur noch den hier. Gripsbrot. Gripsbrot. Ist schon klar. So, Stufe 70. Ja, hier, diese Power brauche ich dann auch, diese Trainings-Community. Und dann sollten wir erstmal durch sein, dann können wir weitermachen.
Trainingsfähigkeiten. Eieiei. Trainings- und Entwicklungsfähigkeit. Okay. Gott und Trainingsfähigkeit. Alle Fertigkeiten plus 8. Ey, das wäre richtig irre hier. Na gut. Super Power Proteine. Bei dem brauche ich ja mindestens erstmal 40. Power Proteine. Na komm. Power Proteine. Und noch einmal, oder? Jo, passt. Katsching. Ja, das Ganze, denke ich, komplett auszubauen wird anstrengend. Silvester Goku habe ich schon mal auf dem Silber-Medal bekommen. Was auch nicht so schlecht ist, denke ich mal. Keine Ahnung. Eieieiei. Okay. Na gut, so viel erstmal dazu. Auf jeden Fall, ich werde es wahrscheinlich offscreen machen, dass ich noch ein paar Dinger dann hier reinbooste. Weil ich werde mich jetzt hier nicht zu lange dran aufhalten. Das braucht zu viel Zeit. Und mal gucken. Nicht stehen bleiben. Danke. Das wäre jetzt das Letzte, was ich brauche. Mal gucken. Mann, Krali, du hast ja schon eine richtig starke Aura hier. Lass mal gucken, finden wir hier noch irgendwas Interessantes? Ich habe da doch tatsächlich immer noch was übersehen. Ich dachte, ich hätte hier jetzt alles eingesammelt. Eine Mittel, ja. So, wie sieht es denn hier sonst so aus? Da drüben muss ich hin. Vier Gegner. Stufe 23. Ja. Ist zwar ganz nett, aber muss ich jetzt nicht haben. Kommen eigentlich noch mal welche? Eieiei. So, Freezas Raumschiff. Huch. Was? Das scheint nicht immer zu funktionieren. Und tschüss. Ach, da ist noch einer. So. 3000, ey. So, Vegeta sollte ja eigentlich hier sein. Naja, gut, der hat ja seine Aura gelöscht. Oh, Mau. Na gut, machen wir mal weiter. Dragon Ball no Hanno wa fune no naka janakute chotto dete imasu. Hayai toko sagasou ze. Dare mo inasasou da shi. Krabbel, krabbel, krabbel. Aitsura, jimen ni umete kakushite to na. Demo kore de zenbu soroimashita ne. あんなトロに隠してやがったのか。とっととシェンロンとやらを呼び出しやがれ。そうしたらあのチビどもを片付けてこの俺が不老不死の願いを叶えさせてもらう。<笑>
揃った7つの玉。シェンロン・ポルンが現る。よし、行くぞ。なんだ、マロス。入れよ、シェンロン。そして願いを叶えたまえ。出ない。シェンロンが出ない。なんで？とセリフが違うのかもしれませんよ。二人も長文雑。クソタレども、何をしてやがる。クリミさん、誰かこっちに向かってきます。邪悪な二つの気を感じるぞ。間違いない。さっきのギニューってやつらだ。お父さんはやられたの？ハロー。悟空。ギンとかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのか。ドラゴンボールが掘り出されています。どういうことだ。何言ってんだ。ドラゴンレアで見つけたに決まってんだろ。そんなのか。それで願いは叶えられたのか。それがよ、ダメなんだ。シェンロンが出てこねえんだよ。なんでだろうな。それより悟空、お前なんか変じゃないか。その雰囲気がさ。それになんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。え、悟空じゃないって、どういうことだ。わかりません。でも僕にはわかるです。体を取り替えてもらってます。こっちの方が相当に強かったもんでね。なんだって。お前はクリリン、ごらん、そいつはオラじゃねえ。え、よくここまで来れたな。そうさ、この俺はギニュー独占隊隊長ギニュー様だ。そんな、あれがお父さん。体を入れ替えただと。厄介になってきやがって。ごはん、クリリン、今のおめえたちなら絶対に負けはしねえ。遠慮なくそいつをぶっ飛ばしちまえ。そんな、貴様の元の体だぞ。勝てるはずがなかろう。やってみりゃわかるさ。そいつはオラの体だ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。バカめ、このギーニュ様にそんなハッタリは通用せんぞ。俺も戦わせてください隊長。こんなチビどもや死に損ないは俺が痛めつけてやりますよ。おっと、だったら俺も相手をさせてもらおうか。ベジータ、貴様いつの間に。チェア、hat sich halt versteckt, die feige Ratte hier. すっぐこの体のパワーを使ってもらう。Er ist ja richtig agil hier.
Au! Mann, Mann, Mann! Okay, das hat irgendwie nicht funktioniert. Tschüss! Schön. Ist das mies? Jetzt gibt's Rösche. Vierundvierziger Kombo, schön. Nein, 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 nein. Mist. Falscher Angriff. Na gut, die anderen haben das schon gemacht. 223.000. Da gab es ein paar Rank-Ups. Deswegen ja die Aktion. Ups. Das ist so toll. Eigentlich schön gemacht. Ja, da doch. Also, keine Nikkeit, ja, da. Tja, so viel zur Genyu-Armee. Das hätten wir ja gut geschafft. Ah ja. いい加減喋ったらどうですか? ドラゴンボールの願いの叶え方を 最長老を殺せば ドラゴンボールは消えますが あなたは関係ありませんからね これが最後の警告にしましょう 言いなさい!
死ぬことになりますよ。もうお前がそれ知っても無駄だ。そろそろデンデが地球人たちのところに着こうだ。お前が知りたがっている合言葉を伝えにな。何？あいつか。おのれ、ただの時間稼ぎだったのか。ギニュー特戦隊の反応がない。まさか5人ともだ。やられたというのか。とにかくベータや地球人とギニュー特戦隊の間に何かが起こった。そしてドラゴンボールは、おのれ、願いを叶えるのはこのフリーザ様だ。貴様らかと生物なんかではない。貴様ならこのメディカルマシーンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らにはスト服をくれてやるか。防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。戦闘服ってそういうやつか。イメージ良くないな。Naja, was lange seinen Zweck erfüllt, ne? なんだこりゃ。すげえ軽さだ。ほとんど重さを感じねえぞ。肩も全然邪魔になりませんよ。自由に動きます。ごはん、悟空を治療してる間に最長老さんのところに行ってみよう。エンロンを呼び出す合言葉を聞かないと。どうしようもないからな。そうですね、行きましょう。アイコバとやらはお前らが調べておけ。俺はフリーザのやつとの決戦に向けて休息を取る。Kampf gegen Freezer. Oje, das wird bestimmt auch ein richtiger Albtraumkampf. フリーザにだけは会わないようにしないと。Oh, hier gibt's Nebenquests. Na gut, was können wir denn so machen? Also da oben ist Hauptquest, das ist beim Oberältesten. Ja, eigentlich können wir uns jetzt ein bisschen umschauen, hoffe ich mal. Abtrünniger Kochmelone? Was? Ich guck mal kurz an, was da hinten die Nebenmission ist.元気になるんだろう。大した時間もかからないってベジータが言ってたな。じゃあ、sie schnell finden。wer ist denn das hier schon wieder? 僕でもなんとか勝てそう。フリーザの気は近くには感じないな。最長老さんのところにいるのかな。なや、gucken wir erstmal, was der hier zu sagen hat。Mann, sie müssen doch irgendwo sein. Die Freezer-Armee? Verdammt, sie haben mich gefunden. Wir müssen ihn erledigen. Du hast einen geheimnisvollen Freezer-Armee-Soldaten entdeckt. Schalte ihn aus, bevor er irgendwas Schlimmes anrichtet. Toll. Und ich bekomme einen verbesserten Scouter dafür. D-Medals und Erfahrungspunkte sind klar. Ja. Na gut.Abtrünniger Kochmelone. Was für ein komischer Name. Okay. Wollt ihr mich herausfordern? Wollt ihr wirklich kämpfen? Verdammt. Nett.
Was war das denn? Oh nein, ouch! Der Typ ist ein Schwächling. Ich gebe auf, ihr gewinnt. Lasst mich in Ruhe. Aber was? Wollt ihr jemanden treten, der am Boden liegt? Nein, das machen wir normalerweise nicht. Dann lasst ihr mich in Ruhe, ja? Okay. Wow, ihr habt tatsächlich auf mich gehört. Moment, ihr gehört gar nicht so früh das Armee, oder? Ich erkenne euch nicht. Ach so, du dachtest du wahrscheinlich wegen diesen Uniformen. Hey, wollt ihr mich etwa reinlegen? Ich dachte, ihr wolltet mich zurück zur Basis bringen. Entschuldige die Verwirrung. Na, solange ihr es doch einmal nicht nochmal macht. Moment, warum entschuldigen wir uns bei ihm? Was macht ein Soldat der Freezer-Armee hier draus? Und warum machen andere Soldaten die Angst? Wie ich schon sagte, ich dachte, ihr wolltet mich zurück zur Basis bringen. Ich bin ein prominenter Koch bei der Armee. Ihr habt doch sicher von mir gehört, oder? Ich bin der berühmte Koch Melone. Der nennt sich... Der ist eine Frucht. Der sieht auch so grün aus, so schon, ne? Melone sind ja so grünlich, ne? Das passt schon. Interessant, es ist einfach interessant. Wir haben leider noch nie was von dir gehört. Was? Ich muss wohl noch etwas an meiner Berühmtheit arbeiten. Aber egal. Ich habe mich der Armee nur angeschlossen, um diesen Planeten zu gelangen. Auf Namek habe ich nämlich Zugang zu besonderem Obst, das es ausschließlich hier gibt. Naja, Sajin sind Gemüse. Stimmt, ne? Freezer Armee ist Obst, ne? Freezer selbst ist ein Kühlschrank. Das ist. Ich finde diese Namensspielereien da, diese Bedeutung richtig geil. So, besonderen Obst, das es nur ausschließlich hier gibt. Ja, schade, dass es Namek nicht mehr lange gibt, ne? Ich wollte es unbedingt haben, also habe ich mich von der Armee entfernt, um danach zu suchen. Ah, darum hattest du Angst, dass du wieder zurückgeholt wirst. Ich hatte keine Ahnung, dass es solches Obst auf Namek gibt. Wenn ihr mir helft, könnt ihr es mit eigenen Augen sehen. Es ist kein Trick, ich schwöre es. Was meinst du, Kralin? Wie ich dich kenne, willst du diesen Typen wirklich gern helfen, so oder, Sangoran? Musik für meine Ohren. Vielen Dank. Also, ich suche Ekelmelonen, Ajisa-Orangen und Rollonüsse. Sind das für komisches Obst? Also, wo finden wir dieses Obst? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon unterwegs. Aber laut dem Computer befinden sich die Melonen in festigen felsigen Gegenden. Und die Orangen, ziemlich skurril, wachsen hier offenbar an den Wurzeln von Bäumen. Abgefahren, oder? Und die Rollonüsse? Richtig, Rollonüsse, die wachsen auf Bäumen im Hochland. Um zu reifen, fallen sie runter und rollen weg. Also findet ihr sie wahrscheinlich weiter weg von den Bäumen. Aber keine Ahnung, wo genau. Sie könnten sogar bis ins Meer rollen. Ja, kann sein. Da solltet ihr auch nachschauen. Findet ihr jedenfalls alle drei Obstsorten, dann bekommt ihr eine Belohnung von mir. Klar. Okay, finden wir die drei Obstsorten und bringen sie hierher. Lass mich ja nicht hängen. Na gut. Aber schon mal gut zu wissen, dass es mindestens zwei hier schon mal direkt in der Nähe gibt. Es würde Sinn machen, erstmal da drüben zu suchen. Weiß ja gar nicht, wo hier irgendwas ist. Oh, na gut. Ah, da unten. Okay, das hier wird wahrscheinlich so eine Nuss sein, denke ich mal.
oder? Ja, die Rollonuss. Das ist eine Rollonuss, oder? Sie war also wirklich im Meer. Aber wow, das Ding ist hart. Kann man die überhaupt aufknacken? Mit Gewalt. Na gut, so, gucken wir mal. Ob wir hier noch irgendwas finden. Lalala. Ah, da unten ist was. Ui. Ah, da ist wieder so ein Time Attack. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Die Ekelmelone. Das muss eine Ekelmelone sein. Die Kit, die ist ja ganz schimmlich. Deswegen heißt die, glaube ich, auch Ekelmelone. Glaube ich. Wow. Hui. Komm schon. So. Bei den Bäumen. Ah ja, hier haben wir das schon letzte. Siehst du? Das geht doch relativ flott. Die Argis-Orange. Ja, das ist wahrlich eine Argis-Orange. Ha, sie riecht wie eine Blume. So, jetzt haben wir alle. Okay. Jetzt geht es wieder zurück. Krillin, komm mal hinterher hier. Lalalalalalalalala. Ich flieg mal lieber, das geht schneller. So, wir sind da. Wir sind zurück. Ich glaube, wir haben alles gefunden, wonach du gesucht hast. gute Arbeit, ihr zwei. Ihr wart anscheinend die richtigen Leute für den Job. Du hast alle benötigten Gegenstände übergeben. Mal sehen. Ekelmelone, ein Biss in das saftige Fruchtfleisch und ihr köstlicher Saft schickt die Geschmacksnerven auf eine Reise in eine andere Welt. Für die meisten Leute ist das nur eine leckere Frucht, aber eine bestimmte Spezies wird beim Essen hier in eine Art Rausch versetzt. Okay, also eine Art Droge. Wow, das wusste ich nicht. Eine Art Argis-Orange. Ihr überwältigendes süße Aroma wird vom frischen Orangenduft ergänzt. Natürlich schmeckt sie noch besser. Und ihre weiche Haut ist auch köstlich. Außerdem löst sie eine besondere Reaktion im Körper aus, die die Kraft des Essenden vorübergehend um ein Vielfaches erhöht. Das klingt so ähnlich wie hier diese Machtbaumfrucht da, hier von Thales. Klingt so ähnlich. Aber genau wie bei dieser Ekelmelone gibt es diese Wirkung nur bei einer bestimmten Spezies. Du redest ständig von einer bestimmten Spezies. Welche dieser Spezies meinst du denn? Hast du das noch nicht zusammengereimt? Moment, warte. Genau. Ich meine meine Spezies. Melone hat die Ekelmelone und die Argis-Orange gegessen. Ja, jetzt hat er die Kaioken drauf. Wow, sein Kiel ist viel höher als bisher. Ja, seht ihr, ich habe nicht übertrieben, als ich die Auswirkungen der Früchte auf den Körper beschrieben habe. Ich fasse es nicht, er hat uns reingelegt. Ah, was für ein tolles Gefühl. Und jetzt seid ihr zwei dran. Das war ja so klar. Für euch gibt es den ultimativen Fruchtsaft. Was? Was? Dank meiner neuen Kraft bin ich jetzt stark genug, um diese Rollonuss zu knacken. Ja, genau. Ich brauche die Ekelmelone und die Argis-Orange, um die Rollonuss zu knacken. Aber die Melone wird den Saft mit ihrem reichen Aroma ergänzen und der Duft der Orange wird das Getränk abrunden.
Okay. Was auch immer. So, der scheint jetzt erstmal völlig kaputt zu sein. Alles okay? Ja, mein Körper war wohl besonders anfällig für die Wirkung der Frucht. Jedenfalls ist der Saft jetzt fertig. Hier, nehmt es als Dankeschön für eure Hilfe. Okay, erstmal ultimativen Fruchtsaft erhalten. Dankeschön. Puh, jetzt bin ich fix und alle. Ich glaube, ich lege eine kleine Pause ein. Hoffentlich kann ich mit diesen Zutaten noch was anderes Leckeres kredenzen. Dieser Typ, steht wirklich auf Essen, hm? Ja, ich dachte schon, dass er gegen uns kämpfen würde. Hatte ich tatsächlich auch gedacht. Ich auch. Ich hatte schon angefangen, mein Ki aufzuladen. Hm, er wirkte echt, als ob er was im Schilde führte. Ja, und sein Lachen klang echt böse. Er starrt hier mich an. Lass das. Ich weiß, dass ich ein berühmter Koch bin, aber ich werde ja ganz rot. Ja. In der Frühsamie gibt es wirklich seltsame Typen. Alles klar, Story abgeschlossen. Passt schon. Oh, meine Stimme. Seine Stimme ein bisschen auszubauen, das war schon... Das tut schon ein bisschen weh im Hals. So, was könnte man denn jetzt so machen? Weiß nicht, kann man eigentlich beim Raumschiff sich irgendwie umschauen? Kann man da eigentlich so reingehen? Okay, da kommt man nicht rein. Hier kommt man nicht rein. Schade. Ich dachte, man könnte hier irgendwie reinkommen. Hey, kein Klischeekampf. Ja. Huch. Ach so, Grille. Aber da oben. Da drüben auch. Stufe 24. Wo könnte man denn jetzt hin? Wir schauen uns mal ein bisschen um. Mal gucken, was es auf dieser Insel da drüben gibt. Hier gibt es natürlich gar nichts. Ist klar. Doch, da vorne gibt es was. Ah, so eine Regenbogenmedaille. Ist klar. Braucht man ja auch. So, da kommen wir ja wieder zu Bulma. Da ist ja unser Raumschiff. Da hinten ist der Gokus Raumschiff. Waren wir hier drüben schon mal? Oh nein. Oh, das ist so mies, dass man hier so blöd eingeschränkt ist. Ja, aber was soll man machen, ne? Das ist jetzt echt wieder ein bisschen doof. Na gut. Dann ist das halt so. Können wir uns halt nicht so umschauen. Voll fies. Ah. Das da und das da. Die Dinger braucht man ja auch irgendwann mal. Sind ja teilweise auch Questgegenstände. Irgendwann. Also hauptsächlich für Nebenquests. Haben wir ja auch schon festgestellt. Hauptsache, wir haben schon mal einen kleinen Vorrat. Huch. Ich bin noch gar nicht da. やっぱりデンデだ。了解デンデ。クリリンさん、ウハンさん、どうしてここに？ああ、それがやっとドラゴンボールが揃ったのに何にも起きなくてな。それで最長老さんとこへ聞きに行こうと向かってったとこだったんだ。やっぱり
そうだと思いました。僕は最長老様に言われて願いの叶え方を教えに来たんですよ。あれはナメック語で喋らないと願いは叶えられないんです。ナメック語、それは確かに僕らには無理ね。急ぎましょう、最長老様の寿命が近いんです。それにもうすぐこちらにフリーザが来るかもしれません。そうかい。ところでベジータは休息するとか言ってたよな。はい、もしかすると眠ってるかも。よし、できるだけ気づかれないように戻ろう。えいや、到着っと。ベジータはどうだ。眠ってますよ。あい、戦ってばっかだったからな。しかしこれはベジータを出し抜くチャンスだ。あいつに悟られないようそっとドラゴンボールを離れた場所まで運び出そう。シェンロンが出た時に気づかれても少しは時間が稼げるからな。よし、なんとかベジータには気づかれなかったみたいだな。はい、何かがこっちに近づいてる。すごい速さで。え、フリーザだ。急げデンデ、早く願いを叶えさせてくれ。はい。タッカラプトポッポルンガプピリオパロ、光った。あ、空が暗くなった。地球のドラゴンボールと一緒だ。やもいん。ドラゴンボールを7個揃えし者よ。さあ願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ、さすが本場のシェンロン、気前がいいや。早く願いを、フリーザやベジータが。ああまずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルデミラル、ファンパズ、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。え、そんな。やっす。生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。俺にご飯と話をさせてくれ。頼む。わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ご飯聞こえるか、ピッコロか。そっちの状況は分かった。いいか、よく聞くんだ。一つ目の願いでこの俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして二つ目の願いを、生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。いや、俺はここで墓に力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。
わかりました、ピッコロさん。頼んだぞ。三つ目の願いは好きにしよう。デンデ、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。テトラプト、ホットピッコロ、フピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、ブヤキリゴ、ウオトク、ファラクサ、ペロプッポ。わかった。一つ目の願いを叶えてやろう。Der kriegt erstmal einen Herzinfarkt. Wir haben ewig nicht mehr mit Piccolo gespielt. 遠くにとんでもなくでかい木を感じる。こいつがフリーザって化け物か。その近くにもでかい木が三つ。こいつがゴーハンたちだ。ピコロ bekommt mal eben 643.000. Alter! Richtig viel.フリーザ近づいてきてると思えば、どういうことだこれは。なぜ空が、この星に夜はないはず。なんだあの化け物。それにドラゴンボールも奴らもいない。あの化け物はあいつらの言っていたドラゴンボールの竜か。くそー、あのガキども、この俺を出し抜きやったな。二つ目の願いも叶えた。さあ、最後の願いを言えない。叶えたって言いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に。ここへ来て欲しかったのですか。そんな。はあ、どう。貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ。岡者め、フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。待って、願いは三つまで叶うんです。さ、一つ叶える願いが。バカ、喋るな。そいつを聞いて安心したぜ。さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもうそこまで来ているぞ。三つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかけだ。デンデ、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を越すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。なぜか。では。Als ob das so klappen würde.Flump, einfach weg. Nade, Ryu ga kie, Dragon Ball ga, annai shi ni.
最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと？俺の不老不死はどんだ？それは。Tja, daraus wird wohl nichts. Und Fuji saß auch schon da. Frieza! Jatte kremashita ne, Mina-san. Yoku watashi no furoushi e no yume o miyoto ni uchikudaite kremashita. Ginyu tokusentai no hannou ga arimasen ne. Anata tachi ga koroshitan desu ka?どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ。この私をここまでコケにしたおばさんたちは許さん。絶対に許さんと申し上げるな。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。一人たりとも逃がさんぞ。覚悟しろ。なんて気だ。勝てるわけないぜ。当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつら3人で戦えばなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかも地の方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。大ボラなんかではない、確信だ。今たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身？変身って何だってんだよベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって。恐れるな、ハッタリだ。そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことはありませんでしたね。そんなことでいい気になるなよ。魔王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろフリーザ、今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい。めったに見られるものではありませんからね。気をつけろよ。こうなってしまったらほど優しくはないぞ。何しろ力が誤ってるんだ。戦闘力にしたら
100万以上は確実か。な、何？バッ！アウチ。Ja, jetzt geht es hier Hölle los. Ich will gar nicht wissen, wie heftig die Kämpfe hier werden. Au. Na toll. Alter, ist ja schnell. Oh. Weg. Was auch immer der jetzt macht. Okay, meinen Angriff kann ich noch nicht starten. Au. Weg. Au. Glück gehabt. War ja doch leichter, als ich erwartet habe. Alter, 136 Erfahrungspunkte. Yay! でかい木がさらにバカでかくなった。いよいよフリーザってのが動き出したか。かすかな気を感じる。俺そっくりだ。ナメック星人か。地球人の言っていたナメック星人か。彼らの願いが叶ったのか。よかった。いろいろと事情を知っているような。ならば俺がそのガキたちを助けようと急いでいることも知っているだろう。悪いが見殺しにしていくぞ。どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。それだけに残念だ。元通りの一人のナメック星人になって戻ってきさえすれば、フリーザにでも勝てろうに。何？再び神のやつと同化して一人になりさえすれば、フリーザって野郎の力さえしのぐというのか。そうだ、私はフリーザに圧倒的にやられました。あいつの力はよく分かったつもりだ。今更どうしようもないことだ。それに俺はあんな奴と二度と同化する気はない。私と同化しろ。そうすればお前のその力が数倍にもなる。何？貴様と？時間がない。私はじきに死んでまう。早く私の体に手を置け。心配するな。
人格はお前のものだ。いいだろう。試してやる。絶対にフリーザを倒せ。いいな。たまに言われるまでもない。まさかこんなことが。なんという力だ。信じられんほどの凄まじい力が。これがどうかというやつなのか。今行くぞ、ご飯。ネイル。So, oh Gott, wo soll ich den denn hinplatzieren? Der ist ja in allen Bereichen ja nicht so schlecht. Wo packen wir Nail hin? Und nochmal 742.000, Alter! Und Stufe 29. Na gut. Seelenabzeichen, mal gucken, wo ist Nail? Da hinten. Packen wir den doch einfach dahin. Okay. Die haben keine Verbindung, die beiden? Na gut. Okay. Meinetwegen. Wird schon so stimmen, denke ich mal. So, Charaktere. Jetzt kann ich mal wieder nach lange mit Piccolo zocken hier. Alter, hat ja viel Leben. Und dir fehlen nur noch 17.000 für nächste Stufe. Ey, das ist irre. Das ist einfach nur noch irre. So, ach ja, der braucht ja die ganzen Grünen. Kombo-Stufe auf jeden Fall, ne? So, dafür muss ich erstmal wieder trainieren. Super Dämonenblitzhieb, alles klar. Das wird dann nochmal verstärken. Super. Machen wir auf jeden Fall. Daraus wird zur Super Explosionswelle. So, speziell Höllenspirale. Schnellfeuer. Passt schon. Jetzt auch zur Super Schnellfeuer, alles klar. So, und dann noch die hier. Na. Ach, das da oben haben wir ja auch noch nicht. So. Erstmal soweit ausgelevelt, was geht. Da muss ich nochmal so Trainingskämpfe bestreiten für. Würde sogar Sinn machen, die Dinger zu machen. Also mindestens für den Dämonenblitzhieb. Gerade weil ich dafür auch eine Kombo-Stufe bekommen habe. Schön. Schön, schön, schön. So, erstmal gucken hier, wie sieht's aus. Dämonenblitzhieb auf Viereck. Ich wäre dafür, dass ich den eher auf Kreis setze. Also hier, Dämonenblitzhieb, da. Und hier packe ich dann die Explosionswelle hin. Ja, sollte eigentlich so passen. Explosionswelle. Da kann die Höllenspirale hin. Halt. Das hier muss ich dann noch machen. Normalkraft ist schon drin. Dann das hier. Und das hier. Perfekt. Ja, schön. So, wir sind irgendwo hier so. Wir müssen da auf die kleine Insel. Puh. Muss erst mal gucken, wo kann man jetzt diese Trainingseinheiten machen. Ah ja, hier. Da will ich als erstes mal hin. Lass mal wieder ein bisschen Training mit Piccolo reinkommen. なんというパワーだ。
So. Na dann, machen wir ein paar Trainingssessions. Superschnellfeuer, Kiewelle, Dämonenblitzhieb, ja, den würde ich gerne machen. Als erstes, alles Stufe 25, sollte also theoretisch zumindest kein Problem darstellen. Ach ja, na gut, dann wollen wir mal. Die Kombo gefällt mir richtig gut. Au, 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 au. Mist! Komm schon! Au. Mist, gelähmt. Oh, Alter! Was war das denn? Mist. Voll daneben. Au. Ah, was für Gohan eigentlich? Alter. Richtig übel. Okay. Das wäre geschafft. Perfekt. So, dann machen wir gleich die anderen auch noch mit. Super Explosionswelle. Ja, kann man schon machen. Boah, gerade so ausgewichen, ey. Das war mega eng. Oh oh, Mac! Oh Gott, das ging daneben. So, nur noch so Gohan. Okay. Oh, Alter. Du kleiner Wicht. Ich mach nicht alle. Oh nein, gelähmt. Ui, schön. Sehr schön. Kurz erstmal raus hier. Kann man noch gleich mal ausrüsten hier. Das wär's doch.
So, muss mal kurz Fähigkeiten bauen, gucken. Ja, das passt. Angriff, Auswahl, genau. Dämonenblitzhieb wird zu Super Dämonenblitzhieb. Und die Explosionswelle wird zur Super Explosionswelle. Halt, da war nur noch irgendwas. Genau. Schön. Das läuft doch. Damit habe ich doch gleich mal eine gute Stärkung drin. Das Ding speichere ich gleich mal. Damit mir das nicht irgendwie noch verloren geht. Letzte Speicherung hier mit Son Goku. Okay. Okay. Seine letzte Fähigkeit. Und dann können wir eigentlich schon weitermachen. Oh, ist auch einfach ausgewichen. So, das war's mit Piccolo. Okay. Also, Goku muss ich ein bisschen aufpassen hier. Au. Oh, ich bin wieder gelähmt hier. Mist. Bin direkt rein. Oh oh, oh oh, oh oh. Und knack. Es ging doch eigentlich ganz gut. Man kann sagen, man kann damit echt zufrieden sein. So, dann passen wir das hier noch mal ganz kurz an. Dann ruhen wir uns noch mal schnell irgendwo aus. Schnell Feuer-Ki-Welle, hier ist es. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie so einen Rastplatz finden. Nebenbei so ein paar Grüne sammeln. Idioten. Knack! Schön. Ja, so viel braucht ein Piccolo eigentlich gar nicht mehr bis zum nächsten Level. Mal kurz gucken. Das waren ja wirklich nicht mehr viele. 12.000. Das wären so Pi mal Daumen 4-5 Kämpfe. Das könnte man tatsächlich machen. Bin ich echt dazu geneigt. Gibt's hier was? So, da gibt es diese Röhre. Ja, ansonsten ist hier nichts. Huch. Okay. Hat nicht so ganz geklappt, wie ich das wollte.
ザコがいるようだな。すぐに片付けて。Ow. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen weniger Erfahrungspunkte für bekommen. Das ist nicht gut. Grüne sammeln hier. So, wo war jetzt... Ah. Ist hier nicht noch ein Item oder so? Ich meine, ich hätte hier noch ein Item gesehen. Naja, gut, hab mich wahrscheinlich geirrt. Da drüben kann man uns gleich mal ausruhen, oder? Ich hoffe es jedenfalls. Ja, sieht gut aus. Ach ja. Und ausruhen. Ja, damit wir wieder voll Lebensenergie haben. Ist ja auch irgendwo wichtig. Schön. Ah, herrlich. Na gut. Ob ich da noch rankomme, bevor es in den Kampf geht? Das könnte eng werden. Mist. Schade. Na gut. Du bist da, Vegeta. Taske ni konno ga. Au. Nan de aitsu ga? Nani? あいつは少なくとも相当の重傷だったはずだ。二度と復活できぬよう粉々にしてくれる。太陽拳。うわっ。ね、ねえが。ベジータ、今だ。攻撃してくれ。Jetzt zögert er natürlich.Die Sensubohne ist am Werk. So,驚いたよ、デンデー。ありがとう。頑張って。サイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よーし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。Erfahrungspunkte für Sagoa. Nochmal 300 und 1000. Bakana! Ano Chibi mo tatsukani, shimi kagete ita hazu da!
何か来るぞ。やもいん。来るさ。待たせたな。誰かと思えば、俺たちが地球でぶっ殺した野郎か。ドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを生き返らせやがって。カスで悪かったな。だがこれだけは覚えておけ。フリーザを片付けた後、今度は貴様の番だということをな。まだナメック星人が生き残っていたか。俺一人でやる。お前たちは手を出すな。相手の実力もわからないバカが、やれるものならやってみるがいい。これまでのナメック星人どこかが違う。とは言っても所詮この俺の相手ではないがな。宇宙のゴミを片付けてやる。Oh, Alter, sind das fiese Angriffe. Vom Level her sind wir gleich stark. Alter, du Wahnsinniger! Oh, Alter. Au. Weg. Oh, Mann. Oh oh. Was hat er denn jetzt eingesetzt hier? Mist. Yikes! Alter, richtig übel hier. Mist. Oh, komm schon. Oh. Ich kann nichts machen. Alter! Ich hab kein Ki. Na toll. Ist klar. Mann! Täuscht das oder wird das wirklich immer stärker hier? Okay. Mann!
Oh, geschafft. Alter, das war knapp, Mann. Das war richtig eng. Die Kämpfe sind echt anstrengend. Ja, so ist es. Au. さっきは悪かったな。貴様を舐めてたんだ。だが想像以上にできるんだな。実力を見せることにした。俺もだ。本気でやろう。どうやら勘違いしているようだな。今見せたのが本気だと思ったのか？ 何？ 貴様は今のこの俺が変身したものだということを知らんだろう。貴様にも与えてやるぞ。この俺に対する地獄以上の恐怖を。変身だと？よし、先に絶望感を与えておいてやろう。どうしようもない絶望感をな。このフリーザは変身をするたびにパワーがはるかに増す。 その変身をあと2回も俺は残してる。その意味がわかるな。無駄ぞ。あ、そんな、あと2回も見せてやろう。こうに思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。 Und jetzt kommen wir zur hässlichen Form. Die ist einfach nur widerlich. Ich mag die einfach nicht. Das ist jetzt nicht witzig. Au. Alter, what? Weg! Nein! Alter, hier hat man ja echt schwer eine Chance gegen den. Nein! Au. Ist klar. Mitten in meinen Angriff. Mistkugel. Yes! Die kombinierte Stärke von Sagoan und Piccolo. Einfach nur irre. Saiyajin
さっさとこれを半殺しにするんだ。自ら死にかけても効果はない。貴様がやるんだ。一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいたことは幸運だったんだ。いくら大嫌いなお前だってそんなこと。もうすぐグーも蘇ることだし、カカロットは下級戦士だ。あれ以上強くはなれん。よし、この姿ままでもあなたたち全員を始末するのは簡単なことですが、殺す前に死よりも恐ろしい究極のパワーというものをご覧に入れましょう。ねえ、ja, es wird aus dem Zwerg. そんな奴は直せない。なんだと。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか。すまない、助かった。クリリンさん、どうしてベジータを。サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど、今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。なんだ、フリーザだ。変身が完了したんだ。デンデ、お願い、ベジータを直してやって。もたもたしやがって。フッ、フリーザでも何でも来やがれ。では schätze ich mal wieder スーパーサイヤ人になったんだ。姿は見えてきたぞ。やもいん。あれがフリーザの正体。小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今での方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったがすまなかったな。お前たちを助けられそうもない。Nein, Frieza hat die Sensorbohne gekillt. Dende! Ano Namek-Seijin ga omae tachi o fukkatsu sasete ita no o misasete moratta yo. Demo, kore de fukkatsu wa dekinai. Sate, hajime you ka, minasan. Oh je. Oh, Piccolo gegen Freezer, den ersten Piccolo gegen Freezer, nur Rang A. Das ist schade.
Na gut. Ja, erlittener Schaden. Das ist ja richtig übel gewesen, ne? Obwohl es eigentlich gut anfing. Erfahrungspunkte für Vegeta. 211.000. Story-Belohnung, verbesserter Scouter, Superprotein und Stoffpuppe von Shenlong. Okay. Yakusoku deshita yo ne. Jigoku ijou no kyoku o misete ageru tte. Nante speedo da. Are ga Frieza no shoutai ka. Da ga ima no ore nara yareru. Kisamara wa jama da. Konde yoku mite okun da na. Okay. Okay, auf jeden Fall erstmal speichern hier. Alter, das ist heftig. Freezers finale Form. Mal gucken, gibt's Nebenquests? So mal ganz nebenbei. Meine Freezer wird's ja wohl nicht stören. Alter. Ja, im Vergleich hier. Die kleinen. Alter, was? Ah, guck mal, was wir hier noch haben. Alter! Alter, was hat der für eine Energie, Mann? Pfusch, boah, Alter. Einfach nur übel. Ja, im Vergleich zu den anderen da, Son Gohan, Krillin, Piccolo. Das hier ist mal das große Ding des Freezer. Scheiße, Alter. Alter. Überhaupt nicht übertrieben. Überhaupt nicht übertrieben. Ja, da hinten braucht man, denke ich mal, jetzt nicht hin, oder? Mal gucken. Charaktere. Superfähigkeitenbaum erstmal gucken. Ah ja. Ja, man kann wieder einiges mit Vegeta anstellen. Das werde ich auch mal machen. So. Stellfeuer-Kiewelle. Dazu muss ich erstmal so ein Ding absolvieren. So, Folge-Energiestrahl ist keine so tolle Fähigkeit. Ah, schade, die hier kann man wohl noch nicht machen. Na gut, das ist erst in der nächsten Stufe. Meteorhammer. Das ist der Hammer. So, und Massivangriff. Sehr gut. Den könnten wir jetzt noch direkt trainieren. Das würde ich sogar machen. Viel mehr haben wir jetzt sowieso gerade nicht die Möglichkeit. Ja. Erstmal kurz Superangriff ein bisschen anpassen. So, Galaxstrahl sollte passen. Meteorhammer. Das passt eigentlich alles. Es ist ja alles noch dieselbe Fähigkeit, die ich angepasst habe. Oh, wir haben einen weiteren Slot bekommen. Nächsten Slot kriegen wir mit Level 40. Okay. Eine Gruppe haben wir jetzt nicht, ne? Na gut. Alter, die Energie ist einfach nur übel, ne? Alter, richtig heftig. So, erstmal gucken, wo können wir noch schnell trainieren? Klar, als ob Freezer uns einfach trainieren lassen würde, ne? Aber was soll ich machen? Ich will ein paar vernünftige Fähigkeiten haben. Hat ja alles schon so seinen Zweck. So, wo war das? Ne, hier? Dragon Ball war meine Mono.
Hä? Ach, da oben. Sehr schön. Jetzt hier kann man noch direkt einen ausruhen dann nach dem Kampf hier vorne. Das ist perfekt. So, Stufe 20 und Stufe 35. Okay. Gegen Vegeta, Raditz und Nappa. Alle Stufe 20. Ich mache erstmal den hier. Los geht's. Okay, einfach mal ausgewichen hier. Hier fliegt man direkt rein, alles klar. Das war leider nix. Alter, richtig heftig. Mist, 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 Mist. Oh, jetzt bin ich gelähmt. Echt jetzt? Bitteschön. Sehr gut. Ja, und jetzt noch den Massivangriff. Stufe 35. Alter. Richtig übelstes Level hier. Ich meine, ich kann es ja mal ausprobieren. Aber ich habe nicht viel Hoffnung, dass ich den schaffe. Vor allem, ich habe keine Heilungs-Items. Wirklich. Ich dachte, ich hätte ausreichend ausgewichen. Okay. Die wissen im Vorfeld, was ich angreife hier. Samstagsknall. Oh Gott, ey. Der mit seinem komischen Wochenende hier. Nee, ich glaube, dieser Kampf hier wird nichts. Ich hab's wenigstens versucht. Au. Au. Alter, richtig übel. Nee, das hier kann ich nicht schaffen. Das hier ist auch ein viel zu hohes Level für mich. Gescheitert. Erneut versuchen, ein Training beenden. Na gut. Ich habe es zumindest versucht. Stufe 35. Eieiei. Vegeta ist gerade mal 31. Ich glaube, das merkt man schon. Ausruhen. Na gut. Aber die eine Fähigkeit, die ich jetzt kassiert habe, die kann ich ja noch direkt noch ausrüsten. Schnellfeuer Kiewelle. Schnellfeuer Kiewelle? Warte mal, Fähigkeitenbaum. Achso, das war das mit dem eigenen hier. Den wir nicht zwangsläufig sogar brauchen. Ah, Mann. Ja, keine Ahnung. Ich mache das hier trotzdem mal. Eine manuell gezielte zielsuchende Kiesalve. Mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit kann gegen mehrere Gegner eingesetzt werden. Ja, klingt an sich ja nicht schlecht, aber... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Den hier schaffe ich ja leider noch nicht. Na gut. Wir werden schon klarkommen.
denke ich mal. Okay. Wie es einfach nur rot ist hier, Alter. Richtig übles Ki. Im Vergleich dazu die... Deren Energie verschwindet da drin ja förmlich. Oh Mann. ガキどもには見えなかったようだが、俺は見えるぞ。貴様の動きがな。大した自信だね、ベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうてニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。 強行宣告。フリーザ最終形態の超パワー。相変わらず冗談きついね。カカロットの出番はないで。見えてるぞ。Na gut. Stufe 31 gegen 32. Eieiei. Mal gucken, ob ich das schaffe. Der ist noch eingerascht hier. Schön. Was für ein übler Angriff, ey. Ist auch so ein fieser Flächenangriff. Okay. Na, Alter, das gibt's doch nicht. Mist, da ist er wieder ausgewichen. Oh, finished. Hui, wieder viel Erfahrungspunkte. Das hat sich gelohnt. Bakada. Sonna hat zwar nein. Ole wa Super Saiyajin da. Super Saiyajin Blue. Er spielt erstmal Fußball, ist klar. Tja. やらせてもらうよ。軽くね。ベジータは生まれて初めて心から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。 Ich benutze dann als Boxsack. Ist ja sehr nett. Währenddessen beim Freezers Raumschiff. So, Goku müsste jetzt mindestens 35 sein, um das jetzt zu packen.
らんねえ。力がどんどん湧き出てくる。自分でも怖えくれえだ。すまん、今行くろ。なんとかなりそうだ。723.000 Stufe 33. Beeil dich, Son Goku. Erreiche die anderen, bevor es zu spät ist. Ja, ja. でかい機がいる。誰なんだ。まさかこの感じピッコロか。こりゃすげえ木の塊だ。そうか、ドラゴンボールで生き返ったんだな。じゃあ gucken wir mal, ob wir mit Son Goku irgendwas machen können。Superfähigkeiten erstmal checken. Sein Superkamehameha könnte ich ja nochmal jetzt testen, ob ich das jetzt machen kann. Weil das würde mir jetzt auf jeden Fall was helfen. Mein normales Kamehameha wird jetzt ein bisschen schwächlich dargestellt, denke ich mal. Kamehameha. Meteorschlag, Scherestein-Papier, Körpereinschlag, mal gucken, was haben wir sonst noch? Einschlagangriff. Körperschlag. Und zertrümmender Nahkampfangriff. Bei einem Treffer ist der Gegner verwundbar. Hoher Betäubungsschaden. Aufeinanderfolgende Nahkampfangriffe mit hohem Betäubungs- und Abwehrbrecherschaden. Ja, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Jo, das da drüben war ja dieser Trainingsbereich. Da will ich auf jeden Fall jetzt als erstes hin. みんな殺されちまったんか。Gelenktes Kamehameha. Alter! Okay. Verbesserte Art des Kamehameha verfolgt den Gegner. Das könnte eigentlich so als Unterstützungsangriff eigentlich sehr gut sein. Ist jetzt die Frage, welcher davon ist jetzt eigentlich stärker? Nötig das Ki ist beides gleich. Auch vom Level her. Ich werde erstmal Super Kamehameha auftrainieren hier. Es hat gerade ein bisschen Priorität. Au. Ui. Wow. Na, es könnte knapp werden. Mist! Der andere nervt mich jetzt gerade ein bisschen.
Mist. Nein, nicht betäubt sein. Oh oh. Oh nein, betäubt! Aber dieser Angriff hier, der ist schon richtig heftig hier, den ich hier jetzt freigeschlagen habe. Freigeschalten, Mann! Was ist hier mit mir los? Knack, knack! Oh komm, das bisschen noch! Nicht betäubt sein! So, Superangriff ist mein. So, Super Kamehameha gelenkt. Perfekt. So, und jetzt noch ein gelenktes Kamehameha. Dann wäre ich happy. Da bin ich jetzt gespannt. Okay, der ist auch reingeflogen. Kein Ki, na toll. Immer, dass ich gleich betäubt bin, Mann. Ein Kamehameha gespamme hier. Das war ein reines Gespamme an Kamehameha hier. Richtig übel. Aber ganz nett. So, ist weg hier. Oh, oh. Angriff ist schon richtig heftig hier. So. Ist nur noch du. Verdammter. Und finish. Puh, gelenktes Kamehameha. Perfekt. Schön. Das war gut. Das hat sich gelohnt. So, jetzt erstmal noch mal schnell heilen. Da. Ausruhen. Hier irgendwas draus machen können. Ach, hier ist dieses gelenkte Kamehameha. Alles klar. Und Kombo-Stufe. Ach so, das habe ich schon freigeschalten. Okay. Ja, schön. Mal ein bisschen raus, reinzoomen hier. Manchmal sieht man ja dann doch etwas mehr. Ja, wir haben schon ein bisschen was.
Das ist schon richtig heftig. So, Auswahl. Kamehameha natürlich, jetzt den starken nehmen hier. Wo ist denn der jetzt hin? Da! Und hier in Unterstützung machen wir dann den Gelenkten. Da. Super. Genki-Dama. Könnte man theoretisch noch drin lassen. Obwohl, vielleicht... nee. Das passt schon so. So, hier haben wir ja auch die vierte Fähigkeit jetzt aktiv. Schön. Das sollte es doch gewesen sein. So. Sehr nett.